funktioniert das eigentlich mit der Briefwahl? Wer am Tag der Wahl nicht in seinem Wahllokal abstimmen kann oder möchte, benötigt einen Wahlschein. Diesen Wahlschein muss man bei der Stadt oder Gemeinde beantragen. Etwa einen Monat vor der Landtagswahl erhält jeder Wahlberechtigte eine Wahlbenachrichtigung per Post. Auf der Rückseite der Benachrichtigung ist der Antrag zur Briefwahl abgedruckt. Dieser Antrag muss ausgefüllt und an die Stadt oder Gemeinde zurückgeschickt werden. Die Gemeinde verschickt dann die entsprechenden Stimmzettel zur Landtags- und Bezirkstagswahl. Die Stimmzettel können jetzt in aller Ruhe zu Hause ausgefüllt werden. Die ausgefüllten Stimmzettel kommen dann in den blauen Umschlag. Anschließend muss die Versicherung an Eidesstadt zur Briefwahl ausgefüllt werden. Sie befindet sich auf dem Wahlschein. Wahlschein und blauer Brief kommen in den roten Wahlbriefumschlag. Das Kuvert muss zurück an die Stadt oder Gemeinde geschickt werden. Innerhalb Deutschlands ist die Briefwahl übrigens portofrei. Bis spätestens 18 Uhr am Wahltag muss der Wahlbrief bei der Stadt oder Gemeinde eingegangen sein.